Eine 96-Jährige bat ein Maklerpaar, ihr beim Verkauf ihres Hauses zu helfen. Als sie sich das Haus genauer ansahen, waren sie schockiert und fragten sich, ob das überhaupt möglich sei. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Gladys und Carla Spisiri waren zwei der besten Immobilienmaklerinnen in Toronto, Ontario. Sie arbeiteten seit 2 Jahrzehnten in der Branche und kannten so gut wie jede neue Immobilie in der Gegend. Sie hatten ihre Karrieren getrennt voneinander als verschiedene Immobilienmakler begonnen, bis sie eines Nachts eine geniale Idee hatten. Die beiden schlossen sich zusammen und gründeten ihr eigenes Büro. Es dauerte nicht lange, bis die Dinge ins Rollen kamen. Indem sie sich die Arbeit aufteilten, konnten sie ihr Geschäft aufblühen lassen und eroberten schnell die Stadt. Ihre Arbeitsmoral und ihr Engagement waren unübertroffen. Aber das alles sollte auf die Probe gestellt werden, als sie eines Wintermorgens einen seltsamen Anruf erhielten. Gladys nahm den Hörer ab, wie sie es normalerweise tat, und die Anruferin stellte sich als Joyce vor. Nachdem Gladys ihr kurz ihr Geschäft vorgestellt hatte, kam Joyce zur Sache. Sie wollte ihr Haus verkaufen, aber irgendetwas in ihrer Stimme war anders, dachte Gladys. Normalerweise waren die Verkäufer begeistert, wenn sie ihr Haus verkaufen wollten. Normalerweise bedeutete das, dass sie die Aufregung hatten, in eine neue Immobilie zu ziehen. Aber Gladys war eine Veteranin. Sie verstand, dass es den Bewohnern manchmal nicht leicht fiel, sich von einem Haus zu trennen, in dem sie viele Jahre lang gewohnt hatten. Aber die Überraschung, die sie dort erwartete, hätte sie sich niemals vorstellen können. Gladys erkundigte sich bei Joyce nach weiteren Informationen über das Anwesen, um sie zu beruhigen. Es lag in der Jane Street 148. Gladys kannte die Gegend, eine relativ ruhige Vorstadt, die bei den kleinen Familien immer beliebter wurde. Daraufhin bestand Joyce darauf, dass Gladys sich die Immobilie selbst ansieht. Das machte die Immobilienmaklerin etwas misstrauisch. Sie wurde fast jeden Tag zu Häusern gerufen, aber normalerweise schickte der Kunde ihr vorher ein paar Bilder und Details, damit sie wusste, womit sie es zu tun hatte. Noch seltsamer war, dass die alte Dame auf Nachfrage sagte, sie habe nur angerufen, weil es die erste Immobilienfirma war, die sie im Telefonbuch gefunden hatte. Gladys schob ihre Bedenken beiseite und erklärte sich bereit, das Grundstück zu besichtigen. In der Zwischenzeit beendete sie den Rest ihrer Arbeit, aß zu Mittag und machte sich fertig. Nachdem sie mit Carla darüber gesprochen hatte, wollte auch ihre Schwester mitkommen. Es hatte einfach etwas Geheimnisvolles an sich und sie waren beide entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Während sie zusammen in Carlas Toyota Corolla fuhren, unterhielten sie sich über ihre Arbeit, den Stand des Geschäfts und darüber, wo sie Weihnachten verbringen. Das Haus lag im Westen Torontos, in der Nähe eines Parks. Die Straße war vierspurig, mit einem ordentlichen Verkehrsaufkommen. In der Nähe gab es viele Parks, Restaurants, Schulen und Krankenhäuser. Wenn das Haus keine ernsthaften Mängel aufwies, konnte es leicht zu einem guten Preis verkauft werden. Nachdem sie jedoch gesehen hatten, was sich darin befand, hatten selbst die beiden erfolgreichen Schwestern alle Hände voll zu tun. Als sie auf der Straße parkten, sahen sie sich das Haus von außen an. Ein unscheinbares Haus ohne sichtbare Schäden. Das war bereits ein gutes Zeichen, aber sie wussten, dass es innen ganz anders aussehen könnte. Als sie die Tür erreichten, standen die Schwestern Joyce endlich Auge in Auge gegenüber. Sie watschelte langsam zur Tür, wobei ihr Schatten hinter der Glasscheibe hervortrat, bevor sie den Sicherheitsriegel entriegelte. Als sie öffnete, verhielt sich Joyce sehr merkwürdig. Sie wirkte nervös und hielt kaum Augenkontakt. Es war fast so, als ob sie etwas verbergen würde. Gladys und Carla sahen sich gegenseitig an und bemerkten ihren Verdacht. Nach ihrer Erfahrung bedeutete dies wahrscheinlich, dass etwas an der Immobilie defekt war, was sich auf den Wert auswirken könnte. Bei so viel Erfahrung hatten sie schon alles gesehen. Es konnte eine schlechte Sonneneinstrahlung sein, versteckte Schäden, mangelnde Instandhaltung oder sogar ein Geruch, der nicht wegging. Was Joyce ihnen erzählte, bestätigte nur einige ihrer Verdachtsmomente. Die ältere Dame war 96 und erzählte, dass sie schon seit 70 Jahren in diesem Haus lebt. Sie war dort mit ihrem Mann eingezogen, als sie beide Anfang 20 waren. Nachdem sie geheiratet hatten, kauften sie das Haus und lebten dort jahrzehntelang glücklich und zufrieden. Sie zogen eine Familie auf, beherbergten Freunde und wurden ein bekannter Teil der Gemeinde. Joyce hatte ihr Leben dort geliebt, aber alles änderte sich, als ihr Mann vor ein paar Jahren starb. Seitdem lebte sie alleine im Haus und das war nicht leicht. Ohne ihren Mann war es einfach nicht mehr dasselbe. Es fiel ihr schwer, das Haus in Stand zu halten, für sich selbst zu sorgen. Und sie wurde schnell müde. Auf Anraten ihrer Kinder war sie schließlich bereit, in ein Altersheim zu ziehen. Joyce verriet auch, dass sie in den letzten Jahrzehnten nicht viel erneuert hatte. Die Schwestern rechneten nun mit dem Schlimmsten. Wahrscheinlich würden überall Möbel und Gerümpel stehen. Wenn sie Pech hatten, war Joyce ein Messi.
Das würde mindestens ein paar Wochen Vorbereitungszeit bedeuten, bis die Wohnung für Fotos oder Besichtigung bereit war. Was sie nicht wussten war, dass im Inneren etwas viel, viel Seltsameres wartete. Als sie Joyce durch den Flur in das Haus folgten, erwarteten die Schwestern ein normales Haus zu sehen. Aber als sie sich umsahen, wurde ihnen schnell klar, dass dies ein ganz besonderes Haus war. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Sofort leuchteten in ihren Köpfen Dollarzeichen auf. Das Haus war alles andere als eine Bruchbude, sondern auch von der Einrichtung her viel einzigartiger als alles andere in der Gegend. Und das alles verdanken wir Joyce. Sie hatte jahrzehntelange Geheimnisse versteckt. Viele Wände waren mit Bildern ihrer Familie, einschließlich ihres Mannes, geschmückt. Joyce erzählte den Schwestern, dass sie sich Sorgen darüber machte, wohin all ihre Habseligkeiten kommen würden. Aber sie versicherten ihr, dass sie mitgenommen oder eingelagert werden könnten. Bis sie sahen, womit sie es genau zu tun hatten. Das Erste, was Gladys und Carla auffiel, war die helle Tapete des Flureingangs. Sie fesselte ihre Aufmerksamkeit und sie konnten nicht wegsehen. Beide versuchten, sich auf das zu konzentrieren, was Joyce sagte, aber ihre Aufmerksamkeit driftete ab. Der kleine Tisch im Flur war ein uriges weißes Stück, das wahrscheinlich aus dem 20. Jahrhundert stammte. Gladys lobte Joyce für ihren exquisiten Geschmack, aber sie hätte sich den Atem sparen können, wenn sie gewusst hätte, was da noch alles kam. Als sich das Haus in der Tür und im Wohnzimmer entfaltete, waren Gladys und Carla verblüfft. Die Möbel, Bilder, Schränke, Teppiche und Jalousien waren alle altmodisch. Kein einziger moderner Gegenstand war in Sicht, selbst die Geräte waren alt. Aber was noch bemerkenswerter war, dass alles in tadellosem Zustand war. Alles war perfekt gepflegt, gereinigt und arrangiert worden. Das war eine Menge Arbeit. Es war, als würde man eine Zeitkapsel von vor 70 Jahren betreten. Jedes Zimmer war entweder blau, rosa oder lila, mit Rosen- und Blumenmustern an den Wänden. Es war ein Haus, das aus der Zeit gefallen war. Nach fast 10 Minuten voller Komplimente und verblüffter Blicke dämmerte es den Schwestern. Wer würde dieses Haus wirklich kaufen? Alles an diesem Haus war so traditionell weiblich, dass es nur einen ganz bestimmten Käufer anziehen würde. Und das war der schlimmste Albtraum eines Immobilienmaklers. Bis sie sahen, was im Keller auf sie wartete, ein weiteres Geheimnis, das Joyce für sich behalten hatte. Sie führte sie die knarrende Treppe hinunter, wobei sie sich nur langsam bewegte, bis sie alle in etwas standen, das wie eine große Holzhütte aussah. Als sie den Raum von links nach rechts durchsuchten, sahen sie einen Plattenspieler, eine Couch, einen kleinen Tisch und in der Ecke am Fuße der Treppe eine Bar. Joyce erklärte, dass dies der einzige Raum war, den sie ihren Mann gestalten ließ. Und das sah man auch. Gladys und Carla stimmten zu, das Haus zu übernehmen, nachdem sie es inspiziert hatten. Alles verlief reibungslos. Als die Auktion stattfand, wurde das Haus im Internet zum Renner und trieb die Preisvorstellungen auf $700.000 in die Höhe. Joyce konnte es nicht fassen. Es war ein Happy End für die Schwestern, die mit dem Schlimmsten gerechnet hatten. Was für eine herzerwärmende Geschichte. Lass mich in den Kommentaren wissen, wie sie dir gefallen hat und vergiss nicht, uns zu liken und zu abonnieren, um weitere unglaubliche Geschichten zu hören. Und wenn du es nicht abwarten kannst, kannst du auf den Kanal gehen, um mehr tolle Geschichten zu finden. Bis zum nächsten Mal!